Hallo und schön, dass ihr weiterhin dabei seid bei Let's Play Hollow Knight Teil 13. Ich habe mir die Seen tatsächlich wiedergeholt, habt es geschafft und werde jetzt in die Stadt reisen, damit wir uns in Mistmund den Lampengeist holen können. Beziehungsweise nicht Lampengeist, sondern das Lampenglühwürmchen oder whatever. Das Teil, was Licht macht auf jeden Fall. Ja, immer grummelt hier. So, und rein theoretisch sind wir auch noch gar nicht fertig bei der heulenden Klippe. Vielleicht gucken wir da nochmal rein, weil, ja, macht natürlich Bock, so ein Gebiet zu erkunden. Aber vielleicht gibt es ja auch noch irgendwas Neues in der Stadt. So, hi. Was hast du da? Aber das ist ja der Schlüssel zu meinem Lagerraum. Ich dachte, den sehe ich nie wieder. Hast du vielleicht in diesen alten Minen gefunden? Sehr interessant. Ich habe keine Ahnung, wie er dorthin gekommen sein könnte. Sehr ehrlich, von dir in mir wiederzubringen. Ja, sehr nett. Und jetzt kann ich auch mein altes Lager öffnen, dir einige der seltenen Dinge verkaufen, die darin Staub gefangen haben. Diese Gegenstände sind vielleicht schon etwas älter, haben jedoch immer noch den vollen Marktwert. Sehr hochwertiges Zeug. Sieh dich einfach um. Okay, was ist das? Eleganter Schlüssel. Ein Forscher fand diesen originellen Schlüssel in den Wasserwegen der Stadt tief unter uns schwimmt. Ah, das ist das, was ich kaufen wollte. Luma-Fliegenlaterne. Schwerer Schlag. Du magst es, Gegner mit deinem Nagel zu vermöbeln, nicht wahr? Mit diesem Talisman wirst du sie mit jedem Schlag weiter wegfliegen lassen. Oh, das ist ja geil. Was hältst du davon? Eine ganz neue Ergänzung meiner Sammlung. Ansehnliches Ding findest du nicht auch? Wenn du es hältst, lässt es dich schneller und unermüdlicher umherrennen, als wärst du wieder jung. Oder, so wurde es mir gesagt. Fantastisch. Was nehmen wir denn da mal? Ich würde sagen, wir nehmen die Lampe auf jeden Fall. Das Problem ist nämlich, die werden wir noch brauchen in dem einen oder anderen Gebiet, was dunkler ist. So, und jetzt wieder raus. So, und dann die Frage, gehen wir zu den heulenden Bergen oder lassen wir es? Heulende Klippen, ja, Entschuldigung. Beziehungsweise muss ich diese Laterne ausrüsten? Nö, muss ich nicht. Also die taucht hier nicht bei den Talismanen auf. Deswegen würde ich jetzt auch nicht glauben, dass das passiert. Genau, die ist einfach hier. Luma-Fliegenlaterne. Dann gehen wir die gleich mal ausprobieren, weil ich weiß, dass es hier einen dunklen Raum gab. So, raus hier. Mal gucken, ob die vielleicht noch was Neues hier haben. Ach, ich glaube nicht. Barpanada. Ich habe alles gekauft, was sie haben. Ach ja, wie nett. Barpadaba. Macht sie. Da wohnt noch irgendwer. So. Und hiernach können wir ja dann einfach mal gucken, ob wir weiter im Nebelgebiet kommen oder sowas. Beziehungsweise, wo sollten wir sonst als nächstes hin? Beziehungsweise ich glaube auch, dass auf der Spitze noch nicht alles fertig war. Auf der Kristallspitze. Gehen wir mal aufgeladen weiter. Das Schöne ist nämlich, dass man den aufgeladenen Schlag mitnimmt. Aber wenn es ja gar nichts bringt, wenn kein Gegner da ist. Wow. So, hier war es dunkel. Mal sehen, wie es jetzt aussieht mit diesem hellen Teil. Bisschen besser. Ach, jetzt geht das ein Automat mit dem Symbol eines Tors. Geo einwerfen. Nicht genügend, Geo. Na, dann fahren wir kurz hier draußen. Also ich hätte gedacht, dass die Leuchtviecher das heller machen. So, es müssten jetzt mal genug sein, oder? Nicht ganz. Drei fehlen noch. Wegen drei Geo. Boah, du Drecksack. Jetzt haben wir aber genug.
Tüdü. So sieht das aus, wenn die Schaden kriegen. Wollte ich jetzt unbedingt mal ausprobieren. Jetzt haben wir wirklich mehr als genug. Ja, einwerfen. Haja. Bumm, kaputt. Da haben wir wenigstens mal wieder ein bisschen Geld verdient. Oh, 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 mir fiel auch noch was anderes ein. Das können wir auch noch mal nachgucken. Aber alles zu seiner Zeit. Nämlich habe ich gesehen, wenn ich auf die Karte gucke. Wenn wir reingehen. Ups, nicht in dieses Menü. Sein dieses, dass es da unten und bei dem Mantisdorf unten noch so ein Loch gibt. Da geht es bestimmt weiter. Und wir sind hier in der Kristallspitze. Da muss es auch irgendwo oben weitergehen. Deswegen kümmern wir uns jetzt mal darum, weiter nach oben zu kommen. Nein. Also ja, das war schon der richtige Ansatz. Weil wir können da hängen bleiben. War ich hier schon? Ich glaube ja. Ach ja, das da unten ist... Die Tante, die da weitergräbt, ne? Ach, das hier ist generell der Eingang in die Kristallspitze, ne? Was sind das? Nein, Junge! Was sind das für komische, eklige Eier da oben? Was machst du denn, du Brühwürfel? Bleib einfach da hängen. Mann, nein. Ebenso gut und jetzt so schlecht, ne? Betrachten. Ein ranziges Ei. Was auch immer man damit anfangen kann. So, wenn ich aber ehrlich bin, ist das hier nicht unbedingt der Ort, an dem ich wieder neu starten wollte. Es ist also ein bisschen besser, wenn wir wieder weiter oben... Ah, wobei. Ah, da sieht man, dass er diesen Glühwürmchenkopf draußen hat. Hallo, oh. Oh. So viel Schaden macht das also gar nicht, dieser Spin. So eine geile Fähigkeit, ne? Bam, 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 bam. Gar nicht so schlecht mit diesen komischen Dingern. So, wo sind wir jetzt? Genau, weiter da oben. Wir müssen also echt ganz hoch.
Was ich eigentlich nicht gut finde. Stimmt, dieser eine Kristallgegner war nämlich noch geflohen, ne? Au! Das hätte eigentlich nicht gehen können, aber egal. Schön, dass hier oben auf der Kristallspitze auf jeden Fall die Dings so gut sind. Fuck. Die Ausbeute. Wir gehen uns mal heilen. Genau, draufsetzen. Danke. So, wir sind jetzt da bei der Bank. Da nach oben ging es noch nicht. Es geht aber hier weiter nach oben. Ach genau, da war das. Sind wir da ganz oben. Also sind wir hier rechts auch noch nicht weitergegangen. Und da sieht es auch nicht aus, als würden wir da hinkommen. Nee. Also müssen wir da rum. So ein Doppelsprung wäre echt was Feines. Vielleicht finden wir ihn ja irgendwann mal. Das wäre mega. So, da können wir auch nicht hoch. Kann ich das nach oben fixieren? Nein. Okay, bleib stehen, Junge. Ja, mega schade, denn die Frage ist jetzt, wo geht's weiter? Das ist der ganze Weg nach Mistmund. Hier, da unten ist die vergessene Kreuzung. Da geht's weiter nach oben, da drüben geht's auch weiter nach oben, aber das hilft uns nichts. Vielleicht finden wir da ja einen Geheimgang, der uns wieder nach da unten führt. Sehr mysteriös das Ganze. So, Mistvieh erledigt. Wir sind jetzt da. Hier im Nebenraum ist auch noch irgendwas, aber es hat uns null gebracht, hier runter zu gehen. Oh nein, 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 nein. Heilen. Dann gucken wir nochmal da runter. Nicht hier hin. So, da ging es runter zu dieser Golemskammer. In der Golemskammer ging es nicht weiter, aber da ist noch ein Weg nach unten, ne? Wenn wir da runterspringen, müssen wir nach links. Genau, da sind wir noch nicht runtergegangen. Mal sehen, was wir Neues entdecken. Ach du Scheiße, schon wieder sowas. Ganz hervorragend hat das funktioniert. Wow, echt. Nein! Egal, ist nicht schlimm, wir hatten unsere Seelen sowieso.
Also wir hatten wenig Seelen. Das wurde aktualisiert, ja. Wir können jetzt auch einfach hier rausgehen. Und dann durch. Na, gelauf, Junge. Irgendwie hatte ich mir von dieser Laterne mehr erhofft. Dann holen wir uns einfach unsere Seelen. Und gehen dann ins Mantisdorf. Drei hält das jetzt schon aus. Was kommt davon, wenn man mich töten will? Ich töte euch. Ja, so wird's gemacht. So, Klappe halten, Biest. Vielleicht geht das ja auch wie letztens, wo wir den ein. Da durchgehauen haben, aber ich glaube nicht, dass es geht. Nein! Unten, 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 unten. Alles klar. Kannst mich mal, du Scheiß. Das ist vielleicht noch eine elegantere Lösung für. Aber nicht jetzt. Wir holen uns Heilung, gehen raus und dann gehen wir ins Mantisdorf. Oh fuck, ganz vergessen, dass die hier diese Dinger da liegen lassen. Haha, macht's gut. Loser! Mann, die hätten das gar nicht machen müssen, ich Idiot. Weil da steht eine Bank. So, wir sind immer noch bei der Bank. Kommen am elegantesten raus, wenn wir wieder da unten rausgehen über den Kristallflugpfad, nenne ich es mal. Aber ich kann auch bis ganz runter gehen. Ne, wir nehmen das und fliegen dann rüber. Da will ich gerne hoch. Komm ganz zum Rand und lass all dein Geotropfen. Schade. Das da oben ist bestimmt das Erz, was wir brauchen, um unseren Nagel zu verstärken. Oh Mann, ist das geil. Ist da oben was? Nein. Das tat weh. Oh, was ist da unten? Ah ja, da war ich tatsächlich noch nicht. Hi! Das sah aber schon nach einem Geheimgang aus. Oh, du bist... eine Falle! Wie asozial! Ich habe mich schon voll gefreut, dass wir da einfach mal so einen finden, ne? Da gibt's da auch noch Fieslinge von. Ach, du hast dich also richtig gefreut, ne? Also. Das muss ich mir mal im Video angucken, wie sich das Vieh transformiert hat. Ich habe nämlich schon auf den Geheimgang geachtet und gar nicht mehr darauf, dass dieses Teil...
Und gar nicht mehr darauf, dass dieses Teil irgendwas macht. Nein, Geo! Aber so kleine Geheimgänge beleben doch die ganze Spielgeschichte hier. Ungemein. Also das finde ich echt klasse. No, das finde ich nicht klasse, dass ich so dämlich in der Steuerung bin. Und weiter geht's. Ah, gut, dass es keinen Sturzschaden gibt. Wie kommen wir jetzt am besten runter ins Montesdorf? Pilzöde. Station der Königin. Montesdorf. Ist da noch eine Station irgendwo? Nein. Stopp. So eintreten? Nein, das war das hier. Das hier ist die Station. Das im Mantisdorf will ich mir noch angucken und dann können wir auch gerne Ende machen, weil wir sind dann schon ein bisschen drüber, glaube ich. Ja, naja. Ich sollte mir unbedingt hier echt einen Timer einblenden lassen. Ich liebe dieses Spiel. Ta-ta-ta-ta-ta. Und die Mantisklaue ist eins der wirklich hilfreichsten Gadgets, was wir hier bisher bekommen haben. Das war irgendwie Reflex, dass hier hochgegangen sind. Was ist das? Journal eines Wanderers. Okay. Bin ich hier noch richtig? Oh, fuck. Falsche Taste. Ach ja, ich meine, ich bin richtig. Ich bin da hoch. Nein, ich hätte da runtergehen sollen. Puh. Aber es war gut. So haben wir ein Journal des Wanderers bekommen. Boah. Oh nein. Ach ja, ich erinnere mich. Stimmt, da unten können wir lang gehen, wo der Kerl die Karten verkauft hat. Das war nicht so gut. Okay. Dampfwolke ist schon abgegiftet. Dieser Stacheldings. Wir sind jetzt genau hier, wo der war. Duf, duf, duf. Auf die Fresse. Moment. Sind da durch? Ja, jetzt müssen wir hier runter. Sorry, keine Zeit für euch. Au. Ich habe gesehen, es gibt einen Erfolg, indem man das Spiel in weniger als 20 Stunden durchspielen soll. Da muss man, glaube ich, ganz schön viel skippen.
Also ich würde zumindest nicht glauben, dass man es anders als durch Skippen hinkriegt, hier so schnell durchzukommen. Aber vielleicht kennt man auch irgendwann Wege, Tipps und Tricks, wenn man hier das Ganze durch hat. Ach stimmt, die halten ja nur noch zwei Schläge jetzt aus. Ey du! So, ich bin jetzt in etwa hier. Ach, hier ist was aufgegangen! But how? Boah, die kann mich unterbrechen, wenn ich in der Attacke bin. Der ist ja auch gemein hier, ne? Scheiße, wie geil. Nein, 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 nein. Junge. Was für eine scheiß Mantis-Geschichte da oben, ne? Oh, die verdienen aber ganz schön viel, habe ich das Gefühl, hier unten. Wohlhabende Mantiden. Nein! Okay, wir werden hier auf jeden Fall in der nächsten Episode noch ein bisschen weiter rumfriemeln und gucken, was es hier alles gibt, weil wir sind jetzt eigentlich schon durch. Ja, es gibt hier auch wirklich nichts anderes mehr, ne? Also das, was wir jetzt schon entdeckt haben, da oben steht noch was raus. Hier müsste es ja irgendwie weitergehen. Aber gut, wir werden das auf jeden Fall in der nächsten Episode klären. Ich hoffe, wie immer, es hat Freude gemacht beim Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Und ein Abo, falls noch nicht geschehen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Macht's gut!